Hallihallo, ihr Lieben, da bin ich wieder und zwar heute mit meinem Monatsrückblick für den Monat Januar. Erstmal wollte ich euch zeigen, was ich dieses Jahr führe als Book Journal. Und zwar habe ich, sieht man das hier, so vom Moleskine dieses Mal mir das Book Journal geholt. Das hatte ich ja letztes Jahr schon überlegt, war mir dann aber irgendwie zu teuer und ich wusste nicht recht. Und dieses Jahr habe ich es mir gegönnt. So sieht es dann beschrieben aus. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass nicht nach dem Alphabet, das ist hier neben so A, B, C, D, E, F, G und so weiter. Da habe ich mich dagegen entschieden, weil, ja, es gibt so Buchstaben wie X, Y, Z, da werde ich vermutlich kein oder wenn nur wenige Bücher lesen. Und aber D oder eben A, teilweise, da wird es dann mehr sein. Deshalb mache ich es einfach. Ignoriere die Buchstaben und lese das dann oder trage das so ein, wie ich es gelesen habe. Genau, also das führe ich dieses Jahr, das wird mich dieses Jahr begleiten. Hoffe ich, dass ich auch wieder fleißig Bücher lese, die ich dann eintragen kann. Und ansonsten ist mein Monat eigentlich ganz gut gestartet, kann ich nur sagen. Ich habe 8 Bücher gelesen. Das waren insgesamt 2626 Seiten. Also finde ich schon recht ordentlich. Und dann legen wir doch direkt mal mit dem los, was ich gelesen habe. Und ich bin so schlau und habe meine Bücher so weit weggelegt. Moment bitte. Oh je, ich komme gar nicht hin. Sorry, da bin ich wieder. Und zwar hat mein Monat gestartet mit einem sehr, sehr tollen Buch, wie ich finde. Und zwar dieses hier. Das Geheimnis von Ella und Micha von Jessica Sorensen. Das hatte ich mir ja im Dezember, habe ich es auch bei Neuzugängen schon gezeigt, in Berlin gekauft und habe es dann im Januar angefangen zu lesen und fand es richtig toll. Ich liebe die Charaktere, ich mochte Ella, ich fand Micha auch toll, einfach nur. Und dementsprechend hat dieses Buch natürlich 5 von 5 Sternen von mir bekommen. Ich bin im Moment so in diesem Young Adult Fieber, da könnte ich nur noch Bücher lesen irgendwie. Ich finde das im Moment... Liebe, Herzschmerz und ja, toll. Weil ich dieses Buch so geliebt habe, habe ich dann direkt mit diesem Buch weitergemacht. Und zwar Für immer Ella und Micha, das ist der zweite und ich glaube auch letzte Teil erstmal von dieser Reihe oder von dieser Serie. Und auch das hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen, weil ich habe ja manchmal so ein bisschen Angst, dass zweite Teile dann nicht mehr so gut sind. Hier war das nicht der Fall und ja. Auch wieder toll, auch wieder 5 Sterne. Also mein Monat hat grandios begonnen. Dann habe ich euch ja auch gezeigt in meinem Lesemarathon und zwar von Colleen Hoover, weil ich Laken liebe. Und dieses Buch ist mein absolutes Monatshighlight erstmal und ich glaube, dass es gute Chancen hat, darauf mein Jahreshighlight zu werden. Ein unglaublich tolles Buch über Laken und Will, so heißen ja die beiden Hauptprotagonisten in dem Buch. Ja, einfach so schön, ich weiß gar nicht, ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Wenn ihr auf sowas steht, auf Liebesgeschichten, aber nicht nur Liebe, in dem Buch geht es um so, so, so viel mehr. Richtig tolle Texte, einfach wunderschön. Ich habe auch richtig geweint bei dem Buch, dann kann ich euch das empfehlen. Also mein absolutes Highlight und deshalb 5 Sterne plus, also wirklich. Dann ging es weiter nach diesem ja doch etwas heftigen Buch, was heißt heftig, aber es hat mich einfach emotional mitgenommen. Deshalb habe ich dann von Astrid Lindgren Madita weitergelesen und beendet. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist für mich absolute Kindheit zu 100%. Ich liebe dieses Buch. Ich habe auch die Serie sehr gemocht als Kind. Ich habe auch als Kind das Buch schon mehrfach gelesen. Und ja, es war einfach so Kindheit und alles ist gut und alles ist schön. Und ja, hat man natürlich auch recht schnell gelesen und gab 4 Sterne von mir. Auch ein tolles Buch. Dann habe ich gelesen, da muss ich jetzt mal gucken, genau. Und zwar von Piper Shelley, Teamwechsel. Das ist ja auch wieder so ein Young Adult Liebesbuch-Roman. Auch das hat mir wiederum richtig gut gefallen. Ich habe dem Buch 4 Sterne gegeben, eine tolle Geschichte für zwischendurch und ich möchte mir auf jeden Fall noch, das Ganze gibt es ja noch aus der Sicht von ihm, glaube ich, ne?
Und das werde ich mir auf jeden Fall auch noch holen. Weiter ging es dann nochmal mit einem E-Book. Und zwar Night School, der den Zweifel sät, der zweite Teil. Auch der hat mir ganz gut gefallen. Ich fand den ersten zwar etwas besser, aber auch der zweite war gut und hat natürlich auch wieder so ein Ende, wo man unbedingt direkt weiterlesen muss. Da muss ich mir den dritten Teil unbedingt besorgen. Ja, ich bin jetzt so am Schwanken. Hole ich mir das Buch, das Gebundene, oder hole ich mir doch noch das E-Book, weil ich ja alle bei anderen beiden schon als E-Book gelesen habe. Wobei ich mittlerweile die Geschichte so toll finde, dass ich es eigentlich gerne im Regal stehen habe. Ich weiß, total bekloppt, aber da bin ich mir noch nicht sicher, was ich mache. Ja, nach dem Buch ging es dann weiter mit Monument 14 von Amy Leyburn. Zu dem Buch habe ich gerade vor meinem Monatsrückblick eine Rezension abgedreht. Dementsprechend kommt die dann hoch und ich werde dazu jetzt gar nicht so viel sagen. Nur, dass es eine Dystopie mal wieder ist, dass ich sie okay fand, hat 3,5 Sterne von mir bekommen, weil sie einfach zwischendrin ein paar Schwächen hat. Aber was genau, sage ich in der Rezension. Und das letzte Buch in dem Monat war dann ein Buch, das ich recht schnell lesen konnte, das witzig mal war nach den vielen ernsten Büchern auch irgendwie. Und zwar Hilfe, mein Kaktus hat Herpes von Jan Andersen. Auch dazu habe ich eine Rezension bereits abgedreht. Die kommt, es hat 4 Sterne bekommen. Und wenn ihr mehr davon wissen wollt, müsst ihr dann auf die Rezension warten. Ja, das waren meine 8 Bücher, die ich gelesen habe im Januar. Da bin ich sehr zufrieden dafür, dass ich die letzten Monate ja nicht so viel gelesen habe. Einfach hat der Januar super gut angefangen, vor allem auch mit lauter Büchern, die mir mega gut gefallen haben. Das ist ja auch richtig wichtig. Also es war jetzt kein Flop dabei. Ja, genau. Was ich noch mitnehme in den Februar ist Kiss von Alex Flynn. Das hatte ich ja bei meiner Suplosung gezogen. Das ist in der Leselotte, da bin ich auf Seite 130 oder so, sind also noch ein paar Seiten. Und das werde ich im Februar jetzt demnächst beenden. Das lese ich jetzt als nächstes. Und auf dem Kindle lese ich aktuell Naschmarkt von der Anna Koschka. Ja, dann möchte ich jetzt natürlich auch wieder mit euch auslosen, die beiden Bücher, die ich dann im Februar im besten Fall lesen soll. Ich hoffe, es klappt besser wie im Januar, wo ich schon die Bücher mitnehme. So, dann fangen wir an. Mit was fangen wir an? Mit Kindle oder normal? Zieht einfach mal. So. Das Buch, das ich lesen muss im Januar, okay, ist im Februar, ist 60 Moons. Da bin ich gespannt. Das hatte ich mir damals gekauft, weil ich es eigentlich lesen wollte, bevor der Film rauskommt. Ja. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Das suppt jetzt schon fast ein Jahr bei mir. Deshalb bin ich da jetzt mal sehr gespannt drauf, ob ich es lese und wie es mir gefällt. Ist natürlich wieder der erste Teil einer Reihe, ne? Naja, egal. Dann ziehen wir jetzt hier noch ein Kindle. Und zwar, bei Hitze ist dir wenigstens nicht kalt von Dora Held. Das ist auch schon bestimmt über ein Jahr auf meinem Kindle, mit Sicherheit. Habe ich das nie gelesen? Ja, das habe ich auch, weil ich Dora Held eigentlich ganz witzig fand, mir mal runtergeladen. Gab's das? Gab's das mal irgendwann billiger? Bestimmt. Gab's bestimmt mal in so einer Aktion irgendwann. Und da hatte ich mir das auf jeden Fall runtergeladen, weil ich ja diese Reihe um, ich weiß nicht, wie sie heißt, immer dieses Urlaub mit Papa und so, ah, Christine, ganz witzig fanden, die auch alle gelesen bzw. als Hörbuch gehört habe. Und deshalb wollte ich das dann damals unbedingt lesen, aber es ist so in den Tiefen meines Kindles natürlich verschwunden. Und ich hoffe, dass für unterwegs, dass ich dann dieses Buch lesen werde. Wie gesagt, Kindle muss ich noch Naschmarkt beenden. Und bei normalen Büchern Kist, da bin ich mal gespannt. Ich muss sagen, bisher ist Kist ja nicht so 100% meins. Aber was ja nicht ist, kann ja noch werden. Ich habe ja noch 2 Drittel vor mir. Und ja, das war's dann von mir. Wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin, tschüss.